Herzlich willkommen zu einem Werkstattvideo, was ich heute vor der Werkstatt filme, weil es um ein einziges Motorrad geht, was gerade noch in der Werkstatt ist. Und zwar um eine DR 650, die mal so aussah. Also wenn die Sitzbank so aussieht, dann könnt ihr euch ja den Rest von dem Motorrad vorstellen. Und pass auf jetzt. Jetzt sieht die so aus. Und ich stand heute so vor dem Motorrad und habe gedacht, Alter, das Ding ist der Hammer. Das Motorrad ist nämlich für den Simon. Und das war einfach nur noch ein Haufen Schutt. Das muss man einfach mal ganz klar so formulieren. Und aus diesem Haufen Schutt haben wir jetzt da die edelste DR650R gemacht. Also nicht das neue Modell, keine SE, sondern R, die ich in letzter Zeit mich erinnern kann. Abgesehen von einer Motorgeneralüberholung und einer Vergaserrevision vom Feinsten, weil der Simon wollte den originalen Vergaser behalten, ist natürlich auch Rahmen, Kabelbaum, Auspuffanlage teilweise, weil geilerweise originaler Endtopf. Räder habe ich gesucht, bis wir noch ein paar gute Felgen gefunden haben, die sich aufpolieren lassen. Räder, na, Reifen ist ja klar sowieso. Motorschutz, original. Fußrasten, klitzekleines Update, Rallye-Fußrasten. Selbst der Kickstarter, jede Schraube haben wir hier abgeleckt. Und das ist so keine 100% originalgetreue Restauration. Zum Beispiel sind hier, und die passen so schön, die Zeta-Protektoren dran mit den integrierten Blinkern. Und hinten hat sie auch Mini-Blinker bekommen mit unserem kleinen Heck. Kommt das richtig gut? Also sind so ein paar Dinge schon optimiert, aber der Grund von diesem Motorrad, also der Kern, ist ganz sicher original. Und er ist ganz sicher ganz schön. Und das Motorrad hatte mal 55.000 runter. Jetzt fangen wir am besten wieder mit 0 an und resetten das mal ganz kurz. Auch auf dieser Seite ist natürlich alles vom Feinsten. Was ist denn los, Kamera? Schon zu duster, machst du nicht mehr scharf. Ja, ich mache das Video tatsächlich auch für den Simon, weil es gibt noch 3 Teile, die an dem Motorrad jetzt noch fertig gemacht werden müssen. Als erstes warten wir noch auf den weißen Acerbis-Tank, 25 Liter Tank für die SP 41 bis 45, der aus Italien kommen muss und hoffentlich auf uns wartet, oder ich warte eigentlich auf ihn. Das liegt an der italienischen Sommerpause, da wird eben mal eine ganze Weile nichts gemacht. Und wenn du vorher nicht 100 Jahre bestellt hast, und kurz davor kannst du auch nicht mehr bestellen, weil ja gleich Urlaub ist, dann ist Sommerpause und danach bekommst du auch nichts, weil ja Sommerpause war. Italien. Ja, und jetzt habe ich hier ein spezielles Sitzbankleder rausgesucht für den Simon. Das ist, sieht man hier auf dem Video hoffentlich noch ein bisschen. Das ist so ein bisschen raues, griffiges Leder. Und ich denke, dass es einen kleinen Touch dunkler ist, aber perfekt zu dem Rahmen passen würde. Und das wollte ich euch allen, weil das Motorrad so geil ist, und dem Simon eben zeigen. So, und dann machen wir jetzt eine Sitzbank. So habe ich mir das vorgestellt. Die natürlich in der Mitte, erstmal muss der Bezug runter, eine Sitzbank, die in der Mitte rot wird. Am Ende würde ich vielleicht noch eine weiße Kante lassen, so wie wir das bei unserer Dakar-Sitzbank machen. Und vorne noch ein schwarzes Lederstück reinsetzen, so als Scheuerschutz im Übergang zum Tank. Also doch wieder so dreifarbig könnte ich mir das perfekt vorstellen. Ja, dann kommt also eine neue Sitzbank drauf, der Tank kommt noch drauf und wir haben noch ein paar mundgeblasene Kofferträger gebaut.
Was an dem Motorrad ganz sicher fehlt. Also guck mal, den Bremssattel, den hat der Olli wieder zurecht geliebt. Aber wir haben auch neue Schrauben genommen, originale Bremssattelschrauben, weil die alten waren einfach so kiefig, die willst du an so einem Motorrad nicht nochmal sehen. Was an dem Motorrad wirklich noch fehlt, ist ein Haken für eine Hundeleine. Und zwar würde ich hier zwei so richtig riesige Viecher mit scharfen Zähnen dran binden, damit sich keine Sau traut, dieses Motorrad auch nur anfassen zu wollen. Also hätte jetzt nicht jeden Tag Angst, dass er geklaut wird, aber das ist schon ein Schmuckstück. Die zwei weißen Verkleidungsteile links und rechts sind natürlich genauso weiß wie der Rest auch. So, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Und lass das Video jetzt einfach mal für uns alle so schön ausklingen und sag, normalerweise ist die nackig schon schön genug, aber ohne Tank und Sitzbank kann man sie einfach nicht fahren. Aber so Technik mal wieder blank und pur und so schön fein und filigran und sauber und so aufgeräumt am Ende auch. Das hast du halt bei einem modernen Motorrad mit 1000 Schläuchen und Leitungen einfach nicht mehr. So ein luftgekühlter Einzylinder, Vergaser dahinter, Airbox. So jedes Teil hat seine Funktion und mehr nicht. So aufgeräumt. Das ist einfach nur der Hammer. Finde ich. Und was denkt ihr? Schreibt's doch halt. Bis dahin.